man auch immer mal gebrauchen. Auch alltäglich. Alltäglich würde ich ein Funkennetz auch cool finden. Obwohl ich, glaube ich, eher weniger damit was anfangen könnte. Ich meine, ich könnte meine... also nicht meine Leute, die ich mag, nicht mag, sondern die Leute, die mich belästigen oder schon schlagen wollen oder so, also so brutal angreifen wollen, könnte man damit schon verscheuchen, aber das wäre mir dann doch etwas zu heftig. Da hat es schon wieder geflackert. Was ist denn los gerade? Das ist wirklich ein TV-Dings. Ja, ich hoffe mal, dass sich das jetzt wieder einpegelt. Weil es auch ein Wackelkontakt über dem Kabel und deswegen ruckelt er die ganze Zeit. Also. Egal. Überschall. So, mal gucken, ob wir hier auch noch ein bisschen mehr sehen von der Höhle, als ich diese ganze Zeit kämpfe. Es ist ja doof, wenn ihr euch ja ein paar die ganze Zeit angucke, nur Kampf seht, aber mehr von der Story fahren wollt hier. Überschall. Und, naja, ich gebe mir hier schon Mühe, ein wenig schnell voranzuschreiten, aber ich will natürlich auch alles hier an Gegenständen mitnehmen. Bis auf die Stardust. Da will ich nicht unbedingt stundenlang suchen. Da gehe ich mit wenigstens bei Höhlen und so einmal in jeden Raum gehen und mal gucken, was sich da versteckt. Um ein bisschen auch gegen kommende Gegner gewappnet zu sein. Das wäre schon ein wenig toll, wenn das funktioniert. Cool, ich hoffe mal auch, dass dieser Ork auch gleich erledigt ist. Ja, wunderbar. Und damit kann es jetzt auch gleich mal weitergehen in den nächsten Raum. Wenn ich nicht total falsch laufen sollte gerade. Ich glaube, ja, von unten bin ich gekommen, genau. Und immer nach nebenan, bitte. Und einmal bitte nach da oben. Irgendwie sinnlos, dieser kleine Zwischenraum. So, dann haben wir auch einen Speicherpunkt. Den werde ich auch gleich nutzen. Heißt aber nicht, dass ich den Part jetzt hier beende. Nein, nein. Das tue ich nicht. Ich speichere einfach nur ab. Denn, ich sehe gerade das Fehlstück vom Bild. Ich muss nachher nochmal in der nächsten Aufnahme das Bild nochmal verschieben. Naja, ich hoffe, das stört nicht. Ein Stück vom Bild fehlt, sehe ich gerade. Aber das werde ich im nächsten Part. Nicht im nächsten Part, sondern in der nächsten Aufnahme. Der Part kann ich nicht sagen, ich weiß ja nicht, wie viele Parts das wir werden. Aber ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme berücksichtigen. Weil das ist gerade echt doof. Ich meine, im Kampf stimmt das Bild dann wieder. Da schließt es wirklich gut ab, aber... Ja, ich mache das dann nach der Aufnahme mal. So, aber als erstes werden wir diese Gegner hier nochmal in den Boden stampfen, bevor wir weiter voranschreiten und ich diese Aufnahme beende. Aber wie gesagt, ich will die noch nicht beenden. Ich will noch was ganz Bestimmtes hier machen, eine bestimmte Stelle schaffen. Dann werde ich den Part beenden und das Bild gegebenenfalls danach gleich wieder richten. Also tut mir echt leid, wenn ich Truhen sehe, die ihr dann irgendwie nicht sehen solltet.
vorher, wenn etwas Wichtiges fehlt, dann muss ich jetzt gucken. Das ist irgendwie ein bisschen doof geworden jetzt. Ich habe da nicht aufgepasst. Ich habe eigentlich ein bestimmtes System, weil wenn ich auch Kingdom Hearts spiele, ist es so, dass mein TV-Programm hier, was das Spiel so gesehen von Konsole auf PC wiedergibt, das stellt PS2 und PS1 Spiele unterschiedlich auf dem Bildschirm ab. Das bedeutet, ich muss das Programm ein wenig umfunktionieren, also ein bisschen anpassen. Und eigentlich habe ich, was das betrifft, mir schon so eine Einstellung gesichert, weil ich die Fenstergröße immer ändern muss von dem TV-Programm. Wenn ich da die Fenstergröße immer eingestellt habe für PlayStation, also im PlayStation 2 Format halt, hat das Programm, ein anderes Programm, was ich nutze, das dann das Fenster dann so wiedergibt. Habe ich das eigentlich, wie gesagt, eingestellt, aber es hat es irgendwie nicht wirklich übernommen. Weil mir fehlt jetzt hier links-rechts meine Links-Rechts-Schwäche. Hier rechts fehlt euch nämlich ein Stück. Und die Truhe da, die da liegt, in der Ecke, dürftet ihr nur so zur Hälfte sehen. Das tut mir auch wirklich leid. Ich versuch's beim nächsten Mal wirklich hinzukriegen. Oder nicht versuchen, sondern ich werde es beim nächsten Mal wieder so machen, dass ihr mehr seht. So, und jetzt gehen wir auf jeden Fall weiter. Dort ist etwas. Könnte das nicht der berüchtigte Höhlenwächter sein? Tritt zurück, Shana! Mach dir keine Sorgen um mich. Ich kann dir helfen. Es kommt! Oh, ein kleiner Wurm. Ein großer Klappwurm. Ja, genau, nämlich die Stelle wollte ich noch machen, bevor ich diese Aufnahme beende. Den Höhlenwächter. So. Den Urobolus. Ja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, Shana, du benutzt mal. Und verdammt, ich habe gerade geguckt. Typ Erde, glaube ich. Typ Erde, was Luftiges haben wir gerade nicht zur Hand. Eliminiert gegnerische Gegner. Ja, er eliminiert geringe Gegner, keine Ahnung. Oder eliminiert Geruchsgegner. Keine Ahnung, wofür dieses GER-Punkt steht. Auf jeden Fall, Explosion verletzt alle. Donnermulti. Oh, wir machen mal ein Funkennetz und Totalzerstörung anschließend. Und Wurf. Und jetzt wieder voll in die Tasten gehämmert. %200. 50 Schaden. Und Lovitz haut einfach normal drauf. Und 13 Schaden, das ist ja echt gar nichts. Aber da halt Schaden am wenigsten Schaden macht momentan mit dem Bogen, muss ich leider, 26, muss ich sie leider Items werfen lassen, aber auch nur so lange wie welche haben. Und eine Totalzerstörung, bitte. Und wieder volle Kanne durchdrehen. Und drücken natürlich auch. Also habe ich mehr schaffe als 20%. Ich bin gespannt. Wieso ist das Bild auf einmal dunkel? Wieso wird das immer dunkler? Wieso flackert das schon wieder? Und auch 50. Nun verstehe ich das gerade nicht. Liegt das jetzt am Spiel oder ist das TV-Programm gerade ein wenig am Abspannen? Ich weiß es nicht. Wirbelstock! Es tut mir auf jeden Fall leid, wenn das Bild ab und zu hier so flackert. Wenn ich alleine bin, macht es das normalerweise nicht.
mir da halt echt gerade ein wenig unsicher. Und einmal wieder auf der Taste rum. Aber ich schaffe irgendwie nicht mehr als 200%. So, bei gelber AP befindet sich das Vieh gerade und wir hauen drauf. Und das Vieh befindet sich jetzt bei roter, schätze ich mal. Yep. Haben wir denn noch was, was wir werfen können? Weichgegner, Gegner dreimal aus. Ne? Achso, ja, dieses Geringgegner, das wahrscheinlich heißen. Weiß nicht, ob ich das mal einsetzen soll. Explosion für jetzt da rein. Ich baue bis jetzt gar nichts mehr ein und greife einfach an. Ja. Und das Vieh spritzt jetzt mit Gift um sich. Aber niemand wurde vergiftet. So. Genau, jetzt kommt eine Besonderheit, das Vieh ist jetzt in dieses kleine Loch da gegangen. Und alle Nahkämpfer, also Dart und Lovitz, können jetzt nicht mehr angreifen. Denn wenn ich den beiden einen Angriffsbefehl erteile, hauen wir vorbei. Ich kann nicht, ich kann's nicht, ich komme nicht daran. Oder ich komme nicht dran. Ja, das passiert jetzt bei beiden. Zack, geht nicht. Aber die gute Shana mit ihrem Bogen trifft auch, wenn sich das Vieh in einer höheren Ebene befindet. So, jetzt ist der Lovitz vergiftet. Und in dieser Zeit, während das Vieh da oben ist, lasse ich Dart und Lovitz verteidigen, weil die können eh nichts machen. Ich könnte zwar mit Items werfen, ich glaube, das funktioniert nämlich noch. Aber ich will die jetzt auch nicht verschwenden. Ich meine, das Vieh ist jetzt bei roter HP. Und ich meine, das ist jetzt ja auch nicht mehr so viel. Außerdem, wenn die beiden sich verteidigen, verlieren sie auch weniger, was auch schön ist. Aber schade, dann müssen wir gleich geheilt werden. Und ich verteidige mich. Vielleicht ist das Vieh auch gleich tot und dann ärgere ich mich, dass ich einen Heiltrank verwendet habe. Außerdem haben wir noch ein Engelsgebet. Das heißt also, wenn die Schale stirbt, können wir immer noch sie wiederbeleben. Und naja, das Vieh ist wieder unten und wir können angreifen. Ich schätze mal, dass nach dieser Combo das Vieh besiegt sein wird. Oder auch nicht. Ach doch. Denn eine Besonderheit gibt's ja auch. Bei Bosskämpfen greift der Dart manchmal so an. Und lustig ist später, man merkt, wann ein Vieh dann tot ist. Aber das habe ich euch dann geschafft. Jetzt sollten wir zu Indelsburg aufbrechen. Shana. Shana! Und da explodiert das Vieh. Was war? Shana ist ein komisches Wesen.
Und alle haben ein Level Up und wir haben Amulett erhalten. Ja, ich werde jetzt abkürzen und ab sofort immer so vorlesen, bei denen ich nicht sicher bin, was das heißen soll. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht. Naja, wenigstens sind wir sicher. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir hier rauskommen. Wenn wir erstmal im Bade sind, ist alles in Ordnung. Glaube ich. Oder hat er das jetzt gesagt? Ist alles in Ordnung. Glaube ich. Aber sie hat doch gerade genickt. So, wir sollten überlegen, wie wir hier rauskommen. Ein komisch aussehender Ausgang. Ich glaube, da kommt man hier raus. Und noch eine Tür. Heiltrank erhalten. Den werden wir jetzt auch mal gleich verwenden. Oh. Das stimmt ja, der Lovitz, der war ja vergiftet. Für den werde ich auch mal die Körperreinigung jetzt einsetzen. Bitteschön. So. Und gehen jetzt Richtung Kreislaufen. Und noch ein Item. Oder Geld. Ja, 50 Gold erhalten. Und ab nach draußen. Das war ganz schön knapp. Das Dreieck war schon rum. Und jetzt befinden wir uns wieder nördlich von Sergio. Wir sind jetzt aus der Höhle raus. Und jetzt ist der passende Augenblick, die Aufnahme hier zu beenden. Ich hoffe, es war lustig. Und hat euch soweit gefallen in der Höhle. Und in der nächsten Aufnahme sehen wir uns dann wieder, wie wir nach Bale gehen. Oder beziehungsweise in Wilsburg. Naja, ich verabschiede mich dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.